immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ihr neuer Job im Autohaus Sarotnik. Für unser Werkstattteam suchen wir Kfz-Mechatroniker zur Festanstellung. Jetzt informieren oder besser gleich bewerben. Telefon 035724 50621 Loser 50621 oder per E-Mail autohaus-sarotnik@online.de. Autohaus Sarotnik, seit 28 Jahren der Mehrmarkenhändler aus Weißkolm. Moin, hier ist Andi, Sänger von Nordstern. Und auch in diesem Jahr gehen wir ein letztes Mal auf Kaperfahrt, auf den Spuren St. Janus. Am kommenden Samstag ab 20 Uhr freuen wir uns, euch an Bord im Gasthaus Schönau zu begrüßen. Alle Infos und Tickets dazu bekommt ihr auf nordstern-band.de. Das Konzert wird übrigens präsentiert von Lausitzwelle. Na dann, horre! Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe der Drehscheibe Lausitz vom 24. November. Wie viele heute beim Blick auf den Kalender bestimmt schon bemerkt haben, sind wir genau einen Monat vor Heiligabend. Und darum starten wir heute unsere gemeinsame halbe Stunde in Bischofswerda, wo verdächtig viele weißbärtige Männer gesichtet wurden. Warum sich die Lausitzer Weihnachtsmänner in Schiebock versammelt haben, das verraten wir Ihnen jetzt. Ihr Lieben, wo seid ihr denn? Ach, hier ist die Weihnachtsmann-Konferenz. Guten Tag, liebe Weihnachtsmänner. Am vergangenen Montag kam es in Bischofswerda zu einem eher ungewöhnlichen Treffen. Einige Spaziergänger konnten zu vorgerückter Stunde mehrere ältere Herren mit weißem Bart und in roten Mänteln beobachten, die zielgerichtet in Richtung Pension unter den Linden unterwegs waren. Pensionsinhaber Matthias Kret und der Krostauer Entertainer Heiko Harich hatten zum wiederholten Male zum Oberlausitzer Weihnachtsmann-Treffen eingeladen. Insgesamt waren 10 der passionierten Gabenbringer anwesend. Sie kamen aus Bischofswerda, Burgau, Großtrebnitz, Wölkau, Kirschau, Trübigau und Kamenz. Hintergrund des Treffens, welches regelmäßig einmal im Jahr in der Vorweihnachtszeit stattfindet, ist der Erfahrungsaustausch unter Kollegen. Wer ist wo unterwegs, wie lange dauert der Einsatz an Heiligabend, dies und vieles mehr wurde besprochen. Viele Erlebnisse wurden geteilt, jeder konnte von lustigen, emotionalen oder auch kuriosen Momenten berichten. Da waren selbst die Jugendfeuerwehr, alle müssen sich erstmal geplättet. Und da habe ich gemerkt, die Ehrfurcht, du stehst da vorne und du bist jetzt da. Ne? Eines gab es dabei festzustellen. Weihnachtsmann sein ist kein Job, sondern Leidenschaft. Wer auf gute Bezahlung aus ist, wird eher enttäuscht werden. Denn es geht nicht ums Geld. Belohnung ist das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn sie ihre Geschenke in Empfang nehmen. Da sind sich alle Anwesenden einig. Und so ziehen sie jedes Jahr aufs Neue los, sind auf Weihnachtsmärkten unterwegs und kommen Heiligabend zu den Kindern nach Hause. Ab und an begegnen sie sich, einen Gruß von Weitem und weiter geht's. Keine Zeit zum Verweilen. Auch dafür ist das Treffen gedacht, einfach untereinander mal zu erfahren, wer eigentlich unter der Verkleidung steckt. Insgesamt war das Arbeitstreffen der Oberlausitzer Weihnachtsmänner ein voller Erfolg und ein guter Start in die Weihnachtszeit. Also dann, bis nächstes Jahr. Dann werden es wohl noch ein paar mehr sein. Der Heimatverein Pulsnitz hat an der alten Post der Pfefferkuchenstadt eine Gedenk- und Informationstafel angebracht. Damit ist die Anzahl der Tafeln jetzt auf 17 angewachsen. Das auf dem sogenannten Trommelberg errichtete Gebäude war am 27. September 1912 als kaiserliches Postamt eingeweiht worden. Die Tafel verweist aber auch darauf, dass die Pulsnitzer Postgeschichte bereits im 18. Jahrhundert begann. Nach der Wende hat das Pulsnitzer Postamt, das so viele unterschiedliche politische Zeiten überdauerte, bald ausgedient. 2017 wurde es vom Unternehmen Pflegeheim Pulsnitz erworben, das es zum betreuten Wohnen altes Postamt ausbaute und auch die jetzt angebrachte Gedenktafel stiftete. Die äußere Gestaltung des Gebäudes entspricht noch weitgehend dem Original. Wir starten unsere Kurznachrichten heute mit sehr guten Nachrichten für die Gaskunden der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Denn für diese ist die versprochene Soforthilfe wirklich eine Hilfe, die es sofort gibt. Diese und weitere Meldungen aus der Lausitz folgen nun.
Gaskunden der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda erhalten automatisch die neue Soforthilfe der Bundesregierung. Gaskunden erhalten im Monat Dezember, spätestens im Januar 2023, eine staatliche Soforthilfe, die sich an den monatlichen Abschlägen orientiert. Sie entspricht einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, multipliziert mit dem am 1. Dezember gültigen Gaspreis. Die Soforthilfe erhalten auch größere Unternehmen und Einrichtungen mit einem Gasverbrauch unter 1500 Megawatt pro Stunde automatisch. Bei denjenigen, die einen SEPA-Lastschrifteinzug vereinbart haben, wird der Dezemberabschlag nicht eingezogen. Wer die Zahlungen monatlich selbst vornimmt, beispielsweise über einen Dauerauftrag oder Barzahlung, muss die Zahlung für Dezember nicht leisten. Mit der Jahresabrechnung wird dann der Erstattungsbetrag mit der vorläufigen Entlastung verrechnet. Für Fernwärmekunden soll es in 14 Tagen nähere Informationen geben. Der Ärztemangel im öffentlichen Dienst führt aktuell zu Schwierigkeiten bei den Schulaufnahmeuntersuchungen des Gesundheitsamtes im Landkreis Bautzen. Ob jeder Schüler, der für das Schuljahr 2023/24 eingeschult werden soll, eine Schulaufnahmeuntersuchung angeboten wird, kann derzeit nicht garantiert werden. Das betrifft insbesondere Kinder, die in den Jahren 2016-2017 geboren wurden. Ein Schulbesuch sei jedoch notfalls auch ohne diese Untersuchung möglich, heißt es aus dem Landratsamt. Üblicherweise werden die Eltern von angehenden Grundschülern zwischen September und März vor dem Schulstart zur Schulaufnahmeuntersuchung in das Gesundheitsamt eingeladen. Bereits in den letzten 2 Jahren waren die Untersuchungen eine große Herausforderung für das Gesundheitsamt. Das Landratsamt bittet nun auch pensionierte Ärzte um Unterstützung. Am Montag stellten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in Lauchhammer den traditionellen Weihnachtsbaum auf den Dietrich-Hesmer-Platz auf. Die Tanne kommt in diesem Jahr von einem städtischen Grundstück am ehemaligen Gymnasium in Lauchhammer Mitte. Aufgrund der allgemein angespannten Lage in Bezug auf die Energie wird die LED-Beleuchtung des Weihnachtsbaums nur an den Adventswochenenden, jeweils Freitag bis Sonntag und am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Zeit von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet. Das teilte die Stadtverwaltung von Lauchhammer mit. Die IG Metall will ab sofort jeden Dienstag vor dem Unternehmen Waggonbau Niesky, kurz WBN, eine Mahnwache abhalten. Dies teilte Gewerkschaftssekretärin Eileen Müller mit. Am Dienstag dieser Woche fand die Aktion zum zweiten Mal statt. Die IG Metall Ostsachsen fordere gemeinsam mit dem Betriebsrat sowie den Beschäftigten vor Ort endlich Klarheit über Perspektive, Struktur und Strategie. Auf ein von den genannten Akteuren erarbeitetes Sofortprogramm habe die Tatra Waggonka AG als Eigentümerin der WBN nicht reagiert, so Eileen Müller. Daraufhin habe man die Staatsregierung um Unterstützung gebeten. Die IG Metall Ostsachsen verweist darauf, dass es sich um den letzten Güterwagenhersteller Deutschlands handelt und man nicht tatenlos zusehen werde, wie dieser verschwindet. Der Sächsische Landtag will die Mittel für die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken aufstocken. Wie die Landesfraktion Bündnis 90, die Grünen, mitteilte, handelt es sich um eine Erhöhung um 3,8 auf 28,6 Millionen Euro. Davon sollen auch die Verbindungen zwischen Löbau und Ebersbach sowie zwischen Niederkundersdorf und Oberoderwitz profitieren. Der Verein Pro Herrnhuter Bahn, der sich vor allem um die Reaktivierung der letztgenannten Strecke bemüht, begrüßt die Entscheidung. Gleichzeitig bietet der Verein an, die zugewachsene Strecke freizuschneiden und zunächst im Betrieb mit Fahrraddresin anzubieten. Der Görlitzer Kreistag wird aufgefordert, seinen Beschluss auf der Strecke, einen Radweg anzulegen, zurückzunehmen. Unter dem Motto Leben und Arbeiten mit Behinderung in Lauchhammer fand im Mehrgenerationenhaus der Stadt erstmals ein Treffen mit Handicap statt. Die Behindertenbeauftragte der Stadt, Manuela Krängel, sprach dabei mit Betroffenen, Bürgermeister Mirko Buhr und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises über die Situation von Menschen mit Handicap in Lauchhammer. Im Mittelpunkt standen dabei barrierefreie Zugänge und die Gründung einer AG Handicap. Wer sich der künftigen AG Handicap anschließen möchte, kann sich telefonisch oder per Mail in der Stadt melden.
Das für Samstag angesetzte Punktspiel in der Ostsachsen-Oberliga des Lausitzer Handballvereins gegen den HSV Dresden muss abgesagt werden. Hintergrund ist der krankheitsbedingte Ausfall zahlreicher Spieler aus der Landeshauptstadt. Ein offizieller Nachholtermin steht noch nicht fest, ist aber für Anfang 2023 vorgesehen. Die Stadt Kamenz verzichtet auf das Vorkaufsrecht für die frühere Straßenmeisterei im Stadtteil Bernbruch. Dies hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen und sich damit gegen die Empfehlung der Verwaltung gestellt. Diese wollte das Gebäude selbst vom Landkreis Bautzen erwerben und dadurch für das städtische Tochterunternehmen Kommunale Dienste Kamenz, kurz KDK, sichern. Diese hat Erweiterungsbedarf angemeldet. Durch den Beschluss hat jetzt ein privater Interesse die Möglichkeit, die Straßenmeisterei zu kaufen. Dieser will dort Tiny-Häuser und Wohnmobilstellplätze errichten. Nicht davon betroffen ist der Teil des Areals, auf dem Sächsischen Jagdverband einen Stützpunkt für die Bekämpfung der Schweinepest unterhält. Im Rahmen der Glühweinmeile in der Kreisstadt Herzberg erstrahlt die dortige Marksche Villa am 27. November ab 16 Uhr in einem besonderen Licht. Im Inneren der Villa werden zudem die möglichen Nachnutzungskonzepte des Hauses präsentiert. Über 2 Jahre hinweg sammelte man Eindrücke und Meinungen zum Fortbestand des Hauses und dessen Nutzungsmöglichkeiten. Vergangenen Mittwoch gab es ausschließlich in Sachsen einen Feiertag, den Buß- und Bettag. Die Brandenburger, die an diesem Tag traditionell Besuch von ihren kauffreudigen Nachbarn haben, haben aus diesem Anlass ein beliebtes Event etabliert, das, weil es so lecker ist, auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher über die Landesgrenzen hinweg angelockt hat. Wir waren natürlich auch vor Ort bei der mittlerweile 16. Suppenmeile auf dem Marktplatz in Elsterwerda. Die Spannung war groß. Gelingt die 16. Auflage der Suppenmeile in Elsterwerda oder tut sie das nicht? Inflation, deutliche Teuerungsraten aller Orten und ein vorausgesagtes, nicht gerade einladendes Wetter sorgten bei dem neuen Organisationsteam für einiges Stirnrunzeln. Wie sich aber schon bald herausstellte, sollte das völlig unbegründet sein. Punkt 10 Uhr war der Marktplatz bereits gut gefüllt, sodass der neue Organisator Ralf Haupt vom Parkrestaurant Holzhof und Bürgermeisterin Anja Heinrich optimistisch auf das Event schauten. Also ich denke auch die Generationen, die hier vorher diese Idee hatten, eine Suppenmeile zu machen, ihr habt eine Tradition geschafft und ich verspreche euch, an der halten wir auch fest. Und ich habe schon mal so rundherum geguckt, es sind fast alle treu geblieben. Manche machen beim nächsten Jahr wieder mit, aber vor allem ist die Suppenmeile viel größer geworden. Wir haben jetzt mehr Platz und es gibt wieder tolle Sachen. Insgesamt konnte sich das Angebot wieder sehen lassen. Knapp 30 verschiedene Suppen waren im Angebot. Von Fischsuppe und klassischen Kohlrabi-Eintopf bis hin zu asiatischen und thailändischen Suppenspezialitäten war für jeden Geschmack etwas dabei. Gegen Mittag wurden die Schlangen immer länger und auch die ersten Suppenköche mussten schon ein Ausverkauf vermelden. Mit von der Partie war auch in diesem Jahr der Lions Club Elsterwerda Bad Liebenwerda, welcher wieder für einen guten Zweck Eierplinse verkaufte. Frank Klaus von der Lausitzer Rundschau, welcher als Ideengeber der Suppenmeile gilt und selbige viele Jahre lang organisierte, und Elsterwerdas Bürgermeisterin Anja Heinrich unterstützen tatkräftig die Unternehmer der Stadt beim Brutzeln und Verkauf der Plinse. Die Einnahmen sollen ebenso wie der erstmalige Verkauf eines Adventskalenders für die Pflanzung von Bäumen in Kinder- und Jugendeinrichtungen der Region Verwendung finden. Insgesamt war diese 16. Suppenmeile auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg, sodass es wohl auch im kommenden Jahr wieder am Buß- und Bettag in Elsterwerda heißen wird. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal. Just get it off your chest. And let's move.
Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Ich schütze mich, damit nicht nur mein Auto gut in Schuss ist. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen corona.de. Schwanensee, der beliebteste Ballettklassiker aller Zeiten, präsentiert vom Royal Classical Ballet. Eine atemberaubende Darbietung für die ganze Familie. Schwanensee am 7. Januar in der Lausitzhalle Hoyerswerda. Tickets unter lausitzhalle.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Kommen wir zu den aktuellen Polizeimeldungen. Und da starten wir diesmal mit einer Geschwindigkeitsmessung, die es bei manchen Fahrern um Kamenz Anfang der Woche in sich hatte. Auf der S94 am Abzweig Wiesa besteht ein Tempolimit von 70. Ein Messteam hat am Dienstagvormittag die Einhaltung 4,5 Stunden lang kontrolliert. Rund 1610 Fahrzeuge passierten die Lichtschranke in beide Richtungen. Dabei wurden 75 Überschreitungen registriert. Während 39 mit einem Verwarngeld davonkamen, erhalten 36 demnächst einen Bußgeldbescheid. Schnellster in Richtung Kamenz war ein Mitsubishi mit Senftenberger Kennzeichen, welcher mit 135 km pro Stunde geblitzt wurde. 2 Punkte in Flensburg, 2 Monate Fahrverbot und 600 Euro Bußgeld werden die Folge sein. In Richtung Burgau wurde ein Skoda mit Bautzener Kennzeichen mit 110 km/h vom System erfasst. 200 Euro Bußgeld und einen Strafpunkt erwarten den Fahrer. Zu einem Unfall an einem Fußgängerüberweg ist es bereits am Freitag, den 18. November 2022 in Görlitz gekommen. Eine 27-Jährige war mit ihrem VW Passat auf der Biesnitzer Straße in Richtung Rauschwalder unterwegs. An einer Kreuzung wollte sie bei grüner Ampel in die Lutherstraße abbiegen. In Höhe des Fußgängerüberwegs ging plötzlich ein Mädchen bei Rot über die Straße. Das Auto erfasste die 7-Jährige, das Mädchen erlitt Verletzungen und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Volkswagen betrug etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall gesehen und Angaben zum Hergang machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bei einem Hausbrand am Dienstagnachmittag in Friedersdorf sind Einsatzkräfte auf Cannabis gestoßen, als in einem Raum des Gebäudes ein Feuer ausbrach. Die Berufsfeuerwehr Hoyerswerda sowie die Freiwilligen Wehren aus Losa, Steinitz, Hermsdorf, Spree und Koblenz löschten die Flammen zügig ab. Aufgrund der Bauweise kam es dann jedoch zu einem Brand in der Zwischendecke, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Bei der Begehung der Räumlichkeiten nach der Brandbekämpfung machten dann die Kameraden der Feuerwehr einen erstaunlichen Fund. In einem Zimmer des oberen Stockwerks entdeckten sie drei ca. 2 Meter hohe Cannabispflanzen, welche zum Trocknen aufgehängt worden waren. Polizisten stellten die Pflanzen sicher. Eine Streife der Bundespolizei hat auf dem rechten Fahrstreifen der A4 in der Nacht zu Mittwoch einen VW in Höhe der Anschlussstelle Kodersdorf entdeckt. Der Fahrer hatte seinen Charan quer zur Fahrtrichtung abgestellt. Der Grund für das gefährliche Verhalten des Mannes war sehr schnell zu riechen. Dem Beamten waberte eine Alkoholfahne entgegen. Wie sich herausstelle, hatte der Mann 1,7 Promille im Blut. Der Fahrer muss sich nun strafrechtlich dafür verantworten. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird und was es für Veranstaltungstipps gibt, dazu kommen wir gleich. Zuvor blicken wir im Lausitzwelle-Kalenderblatt zurück in die Vergangenheit, der Apotheke von Königsbrück. Sie reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Immer noch wird sie erfolgreich betrieben. Im Inneren deuten einige schöne Accessoires auf die lange Geschichte des Hauses hin. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Auf eine Apothekengeschichte von fast 350 Jahren kann Königsbrück zurückblicken.
Um 1668 wird in einer Urkunde das Privileg der Löwenapotheke für den Herrschaftsbereich Königsbrück benannt. Weihnachten 1690 verlieh der damalige Standesherr von Königsbrück, Maximilian Freiherr von Schellendorf, dem Apotheker Gottfried Nicolai, das Privileg für die von diesem in Königsbrück an der Ostseite des Marktes errichtete Apotheke. 1760 am 4. Dezember wird die Apotheke bei dem großen Stadtbrand mit zerstört. Ein Jahr darauf wird neu gebaut. Das Relief an der Apotheke zeigt einen vergoldeten Löwen, der eine Kartusche hält, seitlich davon ein Palmzweig. Auf der Kartusche ist ein Äskulapstab mit Schlange zu sehen. Seit wann die Bezeichnung Löwenapotheke aufgekommen ist, ist nicht festzustellen, aber vermutlich mit dem Neubau. 1962 wurde das Haus aufgestockt und das ganze Erdgeschoss sowie das Hintergebäude ausschließlich der Apotheke vorbehalten. 1945, während der Kämpfe um Königsbrück, erhielt die Apotheke einen Granattreffer und erlitt auch an Inventar und Waren aller Art große Verluste. Und auch heute noch ist das Traditionshaus in Betrieb. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Die Stadt Hoyerswerda und die Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek veranstalten am 25.11. um 17 Uhr erneut ein offenes Gespräch mit Oberbürgermeister Thorsten Rubanzee. Die Veranstaltung, welche nun bereits zum dritten Mal stattfindet und bisher auf sehr positive Resonanz traf, dreht sich diesmal rund um das Thema Wohngeld. Im Rahmen des Projekts Offene Werkstatt der Demokratie wird die Veranstaltungsreihe Frag den Oberbürgermeister zusammen mit der Stadt einmal im Monat organisiert. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und jeder ist herzlich willkommen. Die neue Bühne Senftenberg zeigt ab kommenden Samstag, den 26. November, das Stück Alte Liebe, nach dem gleichnamigen Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schröder. In ihrem zweiten gemeinsamen Werk beschreiben sie, wie ein Paar nach langer Zeit wieder die Gefühle und Gemeinsamkeiten von früher findet, in hochkomisch, feinsinnig und zugleich anrührenden Dialogen. Die Premiere findet auf der Hauptbühne um 19.30 Uhr statt. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Alle Familien sind herzlich zur Wichtelwerkstatt am 27. November ab 14.30 Uhr im großen Saal des Bergschlösschens in Spremberg eingeladen. In gemütlicher Atmosphäre werden unter anderem Perlenengel, Holzdekorationen und weihnachtliche Gießkeramik zum Selbstgestalten angeboten. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Heute startete der Tag gebietsweise mit Nebel und vereinzelt aufgelockert mit Sonne. Im Laufe des Tages zogen viele Wolken auf, die zeitweise zu Regen führten und teilweise sogar zu Schneeschauern. Die Höchsttemperaturen lagen heute bei maximal 6 Grad. In der Nacht bleibt das Thermometer bei 5 Grad im Plusbereich. Jedoch ist mit Glättegefahr zu rechnen. Im Flachland starten wir morgen mit Sonne, die uns mit ihren Strahlen ca. 6 Stunden lang winterliche 8 Grad Wärme beschert. Am Nachmittag verlässt uns die Sonne allerdings und macht Platz für Regen, der sich bei schwachem Südwestwind bis in den Abend hineinzieht. Der Tiefstwert bleibt im Plusbereich bei ca. 2 Grad. Im Bergland sieht es ähnlich aus, jedoch wird die Sonne dort bereits gegen Mittag den dicken Regen und sogar Schneeschauerwolken weichen. Das Thermometer zeigt 7 Grad in der Umgebung von Lübbau an. Am gesamten Wochenende sieht es bei schwachem Wind aus Südwest in der gesamten Lausitz nach Regen aus, der sich im Bergland bereits ab den frühen Morgenstunden stärker durchsetzen wird. Bei insgesamt 6 Grad erreicht uns am Sonntag ein bunter Wechsel aus Sonne, Regen und Wolken. Auch hier heißt es wieder: Achtung Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Nun ist unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag schon fast zu Ende. Alle Nachrichten und Beiträge gibt es wie immer auch auf unserer Homepage lausitzwelle.de oder auf unseren YouTube- und Facebook-Seiten. In Kommentiert, unserem Kommentar der Woche, spricht heute Judith Solcina, die Geschäftsführerin der Domovina, zum Thema Astrophysik im Sorbenland. Sie hören den Kommentar auf Deutsch. In sorbischer Sprachfassung finden Sie den Kommentar im Internet in der Kommentiert-Playliste, gemeinsam mit allen anderen bisher ausgestrahlten Beiträgen. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen, zur Drehscheibe Lausitz um 18 Uhr im Lausitzwelle Fernsehen und um 18.30 Uhr sachsenweit über den Satellitenkanal Sachsen 1. Auf Wiedersehen! Kommentiert.
Der sorbische Informatiker Professor Miklós Joachim Vícsas entwickelte den ersten Tischcomputer der DDR. An seinem Schreibtisch arbeitet heute Professor Wolfgang E. Nagel vom Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen der TU Dresden, einer der Mitinitiatoren des Strukturwandel-Superprojekts Deutsches Zentrum für Astrophysik, kurz DZA. Es hat sich neulich im Wettbewerb um die Ansiedlung eines Großforschungszentrums durchgesetzt. Ein Standort befindet sich im Herzen der sorbischsprachigen Gegend in Ralbitz-Rosend, Ralbitz-Rosenthal, wo schon erfolgreiche Probebohrungen stattgefunden haben. Die Ruhe im Lausitzer Granitblock ist mit der Erforschung von Gravitationswellen wesentlich besser genutzt als zum Beispiel mit einem Atommüllendlager. Es entstehen dabei viele neue Arbeitsplätze im ländlichen Raum, von Wissenschaft bis Handwerk. Deshalb haben wir das DZA frühzeitig unterstützt und wollen es nun aktiv begleiten. Es bietet vor allem der Jugend große Chancen in der Heimat. Und die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks konnten bereits erfahren, dass schwarze Löcher auf Sorbisch Tschornegire heißen. Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Daletak! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.